So, heute ist mein Tag durch. Ich hätte jetzt eigentlich noch eine Salsa-Lektion mit der Lucy. Aber es regnet, wie ihr seht, und wir hätten auf der Dachterrasse tanzen, aber das funktioniert jetzt leider nicht. Aber ich habe ja Schweizerdeutsch. aber ja, ich habe heute sowieso schon Haufen gemacht. Ich bin surfen und habe natürlich morgen noch meinen Spanischunterricht gehabt. Und das hat jetzt gelangt. Surfen war recht anstrengend gewesen. Und ja, jetzt sind wir da alles so ein bisschen, das ganze Hostel so ein bisschen da am Chillen von aussen. Und immer, wenn es so regnet wie jetzt, hat es kein Internet. Also man kann darauf gehen, wenn es regnet, dann musst du gar nicht erst probieren, es geht nicht. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Ich habe jetzt hier wieder ausgecheckt in meinem Hostel und gehe jetzt auf Chacaua. Das wird ein ganz cooler Ort sein, aber ich erzähle euch da mehr darüber ein bisschen später. Und jetzt gehe ich da mal ins Dorf mit einem Bus und dann von dort aus kann ich dann einen richtigen Transport nehmen Richtung Chacaua. Ja, das war jetzt so ein sogenanntes Kollektivo. Ihr seht, da sind viele Einheimische immer drin. Und dort hat es nicht so viel Platz gehabt. Darum bin ich einfach so ein bisschen außerhalb gestanden, so wie bei der Müllabfuhr Amix in der Schweiz. Aber ja, das ist da nichts Spezielles. Und jetzt gehe ich eben zu der Busstation, wo es dann nachher, sind glaube ich keine grossen Busse, eher so ein bisschen Vans, wo ich dann nachher zu der nächsten Station komme, hoffentlich. So, ich bin jetzt hier in Sapolito, so heisst es hier, glaube ich, angekommen. Ich musste jetzt noch ein Taxi nehmen. Die rund 3-4 Minuten Taxifahrten mehr kosten als vorne irgendwie die 1,5 Stunden so mit dem Van. Aber ja, das ist halt da so. Und jetzt muss ich da vorne das Kollektivo nehmen, so ein Bötli, wo mich dann nachher auf die andere Seite von dem Dings bringt. Gell? Hola, amigo. Hola, hola. So, ich tue jetzt hier noch etwas zu mörgeln, und zwar jetzt so. Ich weiß nicht mehr genau, wie die heisst. So eine Art Gorditas, einfach mit Salsa, Zwiebeln und Käse. So sehen die aus. Und ihr seht im Hintergrund ist gerade die eine Lagune. Und das ist auch so ein Ort, wo ich jetzt reingehe. Die Lagune von Chacaua, genau, so heisst es. Und das Lustige ist eben da, ich habe jetzt eben mit dem Van müssen reinfahren, jetzt mit dem Taxi von der Hauptstrasse jetzt an diesen Ort rein und jetzt mit dem Boot weiter. Hey, la mochila. Si. So, jetzt habe ich dann etwa alle Transportmittel durch, die man nehmen kann. Jetzt bin ich noch so einem Schüttelbus. Und wir fahren jetzt hier auf dieser Insel so ein durchs Zeug durch. Und dann sollte ich dann wirklich definitiv etwa ankommen. So Leute, ich bin jetzt angekommen. Ich habe noch eine Surflehrerin hier angetroffen auf dem Weg hier hin. Und die haben mich jetzt hier hin geführt und mir das Cabana da hinten empfohlen. Und wir mal schauen, wie das hier aussieht. Das ist wirklich so ein kleines Dörfli, wo ja, da hat es nicht irgendwie grosse Läden oder so. Das ist jetzt wirklich ganz schlecht. Und jetzt zeige ich euch mal mein Zimmer, das ich hier habe. Ich kann jetzt zahlen jetzt 300 Pesos pro Nacht. Das ist, weil ich jetzt ein Doppel- oder ein grosses Zimmer habe. Die anderen Zimmer sind schon besetzt. Die wären, glaube ich, 200 gewesen. Das
zahle ich halt ein bisschen mehr, aber ja noch. Dafür habe ich jetzt hier ein schönes Zimmer, gerade direkt am Meer, wie ihr seht, vor dem Meer. Und ja, so sieht das hier aus. Ein schöner Bettanzug. Das Bad. Ganz schlecht, aber sehr schön. Und ja, nachher gehe ich vermutlich gerade mal ein bisschen planschen. So, ich bin jetzt meinen Schwung im Meer und bin vorher noch ein bisschen eine Siesta machen. Und jetzt bin ich bereit, um ein bisschen das Dörfli anzuschauen und die Umgebung. Und dann würde ich sagen, sind wir doch einfach gerade live dabei, oder? Hauen wir's! So, jetzt befinde ich mich da gerade im Dorfzentrum. Da hat es einen Laden, der aber nichts hat. Und auch niemand rum ist. Und ja, wenn man da ein bisschen rumschaut, hat es auch nicht wahnsinnig viel. Also ihr seht, das Dorf ist relativ ruhig und das gefällt mir daran auch sehr. Also das ist wirklich noch so, wo nur Einheimische eigentlich leben und da eben das, die Restaurants davor am Strand, die haben meistens eben noch so Cabanas, also so Zimmer, die sie dann vermieten. Und das wäre es eigentlich auch schon gewesen von dem Ganzen. Ich weiss jetzt nicht, wie viele Einwohner das es hat, aber ja, ich glaube, wenn es 100 sind, sind es schon viel. Jetzt befinde ich mich auf der Hauptstrasse, die durch das ganze Dorf durchfährt. Und ihr seht, der Verkehr ist auch relativ bescheiden, sagen wir jetzt mal so. Da seht ihr auch, hat es noch Haufen Wasser, weil es hat in den letzten paar Tagen am Abend immer geregnet. Also man kann eigentlich davon ausgehen. Hola! Jetzt muss ich noch antraben. Crema para quemadura. ¿Qué llevas ahí o qué? Sí, tengo quemadura. Hola. Hola, vamos a tomar una foto y tú. ¿Una foto? Guay. Okay. So, jetzt habe ich schnell mit dem Joni müssen reden. ganz herzig da wieder. Wie er jetzt auf mich zugekommen ist und mich gefragt hat, wo dass ich komme und so, wie ich heiße. Aber wo bin ich stehen? Genau. Es regnet hier eigentlich. Man kann darauf gehen, jeden Abend kommt ein verdammt zu Gewitter mit Regen und Blitz und Donner. Und ihr seht auch, es tut schon wieder ein bisschen zu. Das ist hier irgendwie um diese Zeit, in der Regenzeit, das ist ein bisschen Standard. Aber eben, es ist den ganzen Tag schön. Die Sonne da, voll da, mega heiß, warm. Und am Abend kommt das Gewitter, kühlt ab und am nächsten Tag wieder dasselbe. Also jetzt in den letzten paar Tagen habe ich das immer so, ist das eigentlich immer so gewesen. Das würde jetzt heute Abend vermutlich auch nicht anders sein. Ja, das ist schon ein bisschen schön. Dann kühlt es wieder ein bisschen ab und so. Kommt ein bisschen Wasser. Die Natur kommt ein bisschen Wasser rüber. Weil jetzt vom ersten Regen, den wir jetzt hatten, das ist noch nicht allzu lang her, irgendwie vor 2 Wochen oder so. Da haben wir richtig gemerkt, wie alles rundum richtig aufs Mal bam, alles grün geworden ist und alles ist gewachsen. Es ist extrem, wie schnell das denn das nachher geht. Bis da, ja, bis alles wieder schön grün ist da. Und jetzt davor komme ich schon an die Lagune hin. Die zeige ich euch jetzt nachher noch schnell. Das da hinten ist also die Lagune. Da vorne ist das Meer und da hat es dort so ein paar Wellenbrecher und so. Und da hat es jetzt so eine Art Fluss, der da hinten so eine Lagune nachher bildet. Also das ist eigentlich so, der Fluss, der dort hinten geht. Und das ist ganz schön zum Baden da, weil es halt einfach schön keine Wellen hat und schön warm ist, auch weil es nicht so tief ist. Aber man muss mega aufpassen, es zieht einem brutal vor ins Meer. Ich bin vorhin davor schnell ein bisschen paddeln. Und irgendwie, bevor ich es gemerkt habe, bin ich irgendwie 30 Meter weiter vorne gewesen. Also es hat eine extreme Strömung getroffen. Aber ja,
das ist nicht allzu tragisch. Jetzt befinde ich mich hier an der Lagune. Davor gesehen das Meer. Und da fließt das Meerwasser alles dahinter bis dann also schlussendlich in die Lagune. Und ja, das ist ein Teil davon. Und eigentlich da vorne ist nachher der Beach. Dort gehen wir jetzt auch noch schnell schauen. Dort sind nämlich so ein bisschen die Restaurants und so. Und da ist noch ein Fischchen. Sieht nicht so lebendig aus. Und übrigens, das Wasser, das ist sauwarm. Es tut fast weh, so warm ist es, wenn man reingeht. Weil das so flach ist da und halt so den ganzen Tag voll drauf rein scheint. Das Wasser allgemein da ist mega warm. Also auch in Puerto Escondido. Es ist seichwarm, wie man so schön sagt bei uns in der Schweiz. So, jetzt bin ich hier also am Strand von Chacaua und wie ihr seht, auch da ist jetzt wunderviel, mega viel los. Da sind noch so die paar Restaurants, die oben dran eben meistens noch die Zimmer haben zum Vermieten. Und es hat auch fast keine Leute im Wasser, geschweige denn Surfer. Ich glaube kein einziger um jetzt, obwohl das eigentlich recht ein cooler Strand ist zum Surfen, weil die Wellen richtig weit hinten brechen, also nicht am Strand vorne oder da, ja, am Strand. Ja, es ist wirklich ein mega gechillter Ort, also wenn ihr mal wirklich irgendwo hin wollt, wo einfach nichts läuft und einfach abschalten wollt und einfach mal, es hat glaube ich auch kein richtiges Internet, also Empfang habe ich kein, Internet kann man glaube ich kaufen oder so, wenn man das will, aber das mache ich jetzt nicht. Wenn man einfach mal so ein bisschen entspannen will, dann ist das definitiv ein Ort, den ich euch empfehle. Es ist ein bisschen nördlich von Puerto Escondido und ja, auch eine kleine Abenteuerreise, um überhaupt hier hinzukommen, wie ihr ja gesehen habt vorher. So, mit dieser Tour durch Chacaua beende ich das Video jetzt auch. Es ist nachher noch etwas Unerwartetes passiert, darum mache ich jetzt hier einen Cut und ihr könnt euch aufs nächste Video freuen, das wird sehr, sehr amüsant. Also das nächste Mal wieder einschalten, bis dann, ciao, ciao.